Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zum Politikgespräch. Bei mir zu Gast ist heute der höchste Politiker vom nächsten Jahr, der Kantonsratspräsident Hans Schwanninger. Herzlich willkommen bei uns. Sie präsidieren eben im nächsten Jahr den Kantonsrat. Das gibt ein strenges Jahr. Sind Sie vorbereitet? Ja, da bin ich schon, ja. Ich habe da gewusst, dass es da ein strenges Jahr wird geben. Ich bin einerseits ja noch Gemeindepräsident im letzten Jahr und dann Kantonsratspräsident. Und da wird ganz sicher ein strenges Jahr geben. Und meine Familie wird sicher noch ein bisschen mehr auf mich verzichten, wie bis jetzt. Aber ich denke, es ist ein Jahr und auf das habe ich mich eingestellt und da bin ich mir bewusst. Eben, da muss man ja auch sehr viele Veranstaltungen gehen, überall Präsenz zeigen. Auf was müssen Sie da privat alles verzichten? Ja, ich denke, die Familie wird am meisten müssen verzichten auf mich, weil mich natürlich sehr viel Arbeit dann fort, vielleicht auch mal einen ganzen Tag fort. Und der Betrieb, ich führe ja noch einen Landwirtschaftsbetrieb, ich hoffe, dass ich den doch noch relativ gut führen kann, aber auch der wird halt hier und da mal müssen einen Abstrich gemacht werden. Ja. Und daneben haben Sie es angesprochen, sind Sie auch noch Gemeindepräsident von Gunzmadingen, noch Ihres letzten Jahr, das nächste Jahr. Dort stehen ja Fusionsverhandlungen an mit der Gemeinde Beringen. Das wird also da wird auch noch einiges auf Sie zukommen. Geht das überhaupt alles miteinander? Ja, ich denke, wir haben jetzt eigentlich in diesem Jahr schon viel gemacht. Wir hatten Fachgruppen, die eigentlich schon bereits mehr oder weniger die Probleme bewältigt haben. Das nächste Jahr ist jetzt dann noch Diskussionen in der Bevölkerung. Aber ich denke, es gibt schon noch Arbeit natürlich für mich. Aber ich denke, die Hauptarbeit ist schon fast gemacht. Okay. Und das Projekt läuft, das ist ein relativ ehrgeiziger Zeitplan. Im Januar in einem Jahr soll die Fusion zustande kommen. Klappt das? Ja, ich denke, wir sind gut im Zeitplan drin. Weil, wie gesagt, wir haben gewusst, dass wir einen engen Zeitplan haben. Haben darum eigentlich intensiv gearbeitet, jetzt im November, Dezember. Und ich denke, es steht alles, also da kommt gut, glaube ich. Okay, Sie sind optimistisch. Kommen wir wieder zurück zum Kantonsrat. Eben dort werden Sie nächstes Jahr Präsident sein. Wenn man sich am Montag so nach Ihrer Wahl ein bisschen umgehört hat, hat es geheißen, Sie seien dennoch so ein bisschen ein ruhiger Typ. Ist das etwas, was Sie auch in den Kantonsrat einbringen wollen? Werden Sie ein bisschen mehr Gelassenheit in den Rat bringen? Ja, ich bin sicher tolerant. Also ich würde nicht gerade eingreifen, wenn es nicht nötig ist. Aber ich denke, wenn es dann also ausartet oder wenn dann nur zur Sache geredet wird oder wenn dann allzu lang geredet wird, dann würde ich schon eingreifen und einmal quasi ein bisschen mahnen, man soll da ein bisschen wieder zur Sache reden oder auch vielleicht ein bisschen kürzere Worte machen. Aber ich bin sonst relativ tolerant und es sind ja alles gewählte Kantonsräte, weil ich selber sollte wissen, was ich gehört in so einem Gremium inne. Trotzdem hat eben jeder Kantonsratspräsident seinen eigenen Stil. Christian Heidegger hat ja quasi das Jahr der Rekord gehabt, zum Beispiel die kürzeste Sitzung aller Zeiten. Was wird Ihren Stil sein? Also ich bin schon mal gefragt worden, ob ich dann im Christian Heidegger nacheifere. Und ich habe ganz klar gesagt, er hat seinen Stil gehabt und ich habe meinen Stil. Also ich werde nicht nacheifern, dann ich dann nochmal eine Sitzung weniger mache. ich denke, als nächstes Jahr kommen wahrscheinlich mehr Vorlagen von der Regierung, sodass wir sicher vielleicht sogar eine, zwei Sitzungen mehr werden haben. Und dann ist natürlich ein Wahljahr. Es wird also noch sehr viele politische Vorstöße geben. Also ich denke schon, dass wir das nächste Jahr eher mehr zu tun haben, wie das in dem Jahr, wo es vor allem in der ersten Hälfte des Jahres wirklich wenig Geschäfte gehabt, die verhandlungsbereit waren. Und darum denke ich also nicht, dass wir weniger Sitzungen haben wie dieses Jahr. Eben Wahljahr und dann stehen auch wichtige Geschäfte an, wie die Sparvorlage der Regierung. Also es wird ein Turbulenzjahr, kann man das sagen? Ich denke, die Sparvorlage wird eine schwierige Vorlage sein, weil da geht es natürlich um relativ viel. Da geht es um Sparmaßnahmen, die wehtun. Und ich denke, dass der ja auch härter diskutiert wird, weil ich denke, die einen werden natürlich eher da sparen und die anderen eher auf der anderen Seite. Und da gibt es sicher noch, schon noch ein bisschen heisse Diskussionen, ja. Gibt es etwas, das Sie im Kantonsrat neu einführen wollen? Also ich bin einfach schon klar der Meinung, man soll sachlich diskutieren, man soll hart diskutieren, wenn es um die Sache geht, aber man soll nicht persönlich werden. Also da ist eigentlich etwas, was mir nicht liegt, weil wir sind alles Politiker, die aus irgendeinem Grund da Politik machen. Und wir machen das eigentlich nicht bloß für uns privat und persönlich, sondern wir machen das vielleicht für eine Wählerschaft, die wir hinter uns haben. Und da denke ich, ist es einfach schlecht, wenn es dann persönlich wird. Also das ist etwas, was mir nicht liegt. Das nennen Sie streng unterbinden? Ich denke, wenn es persönlich wird, werde ich eingreifen. Okay.
bei Ihnen persönlich, Sie haben ja auch jemanden, der Ihnen sehr nahe steht im Kantonsrat. Ihre Tochter politisiert bei der jungen SVP. Wie ist das, um mit der eigenen Tochter im Kantonsratssaal zu sitzen? Ja, das ist schon ein eigenartiges Gefühl. Vor allem, als sie dann frisch reinkam, ist das natürlich schon etwas Besonderes gewesen. Aber ist klar, man tut natürlich dann die Ham schon ein bisschen. Vor allem, wenn wir von der Sitzung kommen, ist dann einmal meine Frau ein bisschen die Leidtragend. Weil wir diskutieren dann vielleicht noch mal ein bisschen weiter. Und sie weiß natürlich dann einmal nicht einmal, von wann wir es überhaupt haben. Oder? Aber sonst ist das jetzt nicht, dass wir dann ständig diskutieren. Aber so nach der Sitzung gibt es natürlich schon, dass man dann irgendwo das eine oder andere, was passiert ist am Morgen, einmal noch mal schnell anspricht. Am Mittagessen und dann diskutieren wir es halt nochmal aus. Ja. Gibt es da auch viele Meinungsverschiedenheiten oder sind da eher meistens so gleicher Meinung? Im Großen und Ganzen sind wir uns eigentlich einig. Also es gibt ganz klar, bei kleineren Sachen gibt es Differenzen, aber sie politisiert, glaube ich, ziemlich auch auf der Linie, die ich politisiere. Ja. Ist sie denn auch von Ihnen beeinflusst worden? Also haben Sie sie eher ermutigt, auch in die Politik zu gehen, oder ist das mehr oder weniger unabhängig von Ihnen entstanden? Ich habe nur einen kleinen Anstoß gemacht. Und zwar habe ich einfach einmal im Präsident der jungen SVP habe ich einmal die Adresse von meiner Tochter und habe mir gesagt, ja, könnt sie mal anschreiben. Sie sei jetzt also ohne, dass dem... Sie das gewusst hat? Sie hat das doch nicht gewusst. Also ich habe sie ihr dann schon gesagt. Sie ist aber, glaube ich, noch nicht mal ganz 20 gewesen. Und dann hat er das gemacht und sie ist dann einmal geschaut, hat dann gefunden, es ist eine tolle Gruppe. Sie haben ja auch immer viel unternommen. Sie haben also zum Teil auch Reisen gemacht und so weiter. Und da hat er dann irgendwie gefallen. Und dann ist sie, ja, hat sie dann mal kandidiert, das erste Mal. Ist aber da, wie gesagt, noch nicht mal 20 gewesen. Ist dann eigentlich nicht gewählt worden, das erste Mal. Und dann ist sie ja dann nachgerutscht. Also ein Jahr bevor dann die neuen Wahlen waren, ist sie dann nachgerutscht. Weil der, der gewählt worden ist im Kleck, ist dann raus. Weil er eigentlich von Zeit her keine Zeit mehr gehabt. Und sie ist dann nachgerutscht. Und dann hat sie ja dann aber müssen, in ein paar vier Jahren, hat sie sich dann müssen bestätigen lassen. Und ich habe ihr dann noch gesagt, ich wüsste nicht, wie das Volk reagiert, natürlich zwei aus der gleichen Familie. Sie ist aber dann sehr gut gewählt worden. Und sie da ist jetzt auch, kann man sagen, ist sie doch mit dem Segen vom Souverän eigentlich im Kantonsrat. Ja. Genau. Eben, jetzt ist Ihren Nachwuchs im Kantonsrat. Sie selber sind ja quasi schon ein Urgestein in der Schaffhauser Politik. Wie sind Sie überhaupt zur Politik gekommen? Ja, ich glaube, für früher ist es so, wir, die SVP, wenn man in der landwirtschaftlichen Genossenschaft war, ist man automatisch SVP-Mitglied gewesen. Und da bin ich natürlich sicher mit 20 etwa da drin. Und somit bin ich auch etwa also lange schon in der SVP. Und es war dann klar, in so einer kleinen Gemeinde sucht man natürlich dann irgendwann einmal Gemeinderat. Und wenn man immer ein bisschen etwas gemacht hat neben dir noch, dann wird man natürlich darauf aufmerksam. Und so bin ich dann in den Gemeinderat gerutscht, relativ jung. Und dann nachher Gemeindepräsident geworden. Und irgendwann hat man dann gefunden, ja gut, jetzt machen wir halt wahrscheinlich mal auf so eine Wahlliste in der SVP im Klecki, weil die haben ja auch immer Kandidaten gesucht. Und es hat dann gerade das erste Mal geklappt. Das war aber für mich eigentlich auch eigentlich nicht gerechnet gewesen, dass ich das erste Mal hier komme. Ich bin ja aus einer sehr kleinen Gemeinde, habe eigentlich eine kleine Hausmacht, die mich wählen kann. Und es hat dann irgendwie das erste Mal geklappt und seitdem bin ich jetzt halt hier im Kanton. Wie hat sich denn die Politik über die lange Zeit verändert für Sie? Ja, es kommt darauf an, es sind ja zwei politische Gremien, wo ich bin. Also das eine ist ja die Exekutive in der Gemeinde und das andere ist die Legislative im Kanton. Und ich meine, es ist ganz klar, in der Gemeinde kann ich wesentlich mehr bewirken. Also als Präsident kann ich natürlich mehr bestimmen, in welche Richtung das man geht. Ich kann den Gemeinderat führen, da sind dann nur noch vier Kolleginnen oder Kollegen. Und da ist man sich natürlich gleich mal einig und kann eine gewisse Richtung eingehen. Im Kantonsrat hat man ja eine andere Funktion. Da macht man vor allem Gesetze oder macht Verordnungen oder so. Und da ist man ja immer auf andere angewiesen, also da braucht es Mehrheiten. Und das ist dann schon ein bisschen schwieriger, oder? Aber ich denke, der Stil hat sich, ja, ich würde sagen, nicht gross verändert. Ich denke, es ist sicher nicht schlecht, dass es ein bisschen jüngere Leute reingehen hat. Als ich frisch reingekommen bin, sind so eher ein bisschen ältere Semester alles gewesen. Und jetzt hat es doch mit diesen Jungparteien ein bisschen jüngere Leute drin gehabt. Ein bisschen frischer Wind und das hat also nichts. Also von daher tut mich Kollegialität mich eigentlich ist gut, auch über Parteigrenzen aus. Man ist auch heute sehr schneller beim Du. Da ist so ein bisschen früher ist man einmal noch, das ist klar, in der eigenen Fraktion ist man immer per Du gewesen, aber mit den anderen eher ein bisschen weniger. Und das ist heute eigentlich einfacher. Da haben die Jungen natürlich lieb gebracht, dass man da relativ schnell ins Du geht. Und ich finde das eigentlich gut. Also sind auch Beziehungen enger zwischen den Ratsmitgliedern, oder? Ich denke, es kann schon einzelne Beziehungen geben, oder? Aber ich denke, man respektiert. Man tut sich einfach respektieren. Und das ist eigentlich gut. Und vor allem nach Kommissionssitzungen finde ich es auch noch gut, wenn man auch noch schnell ausgeht und trinken, wo man dann doch parteiübergreifend auch noch ein paar Worte reden kann, die vielleicht dann mal nicht unbedingt mit dem Geschäft zu tun hat.
Jetzt eben Ihren einen Job, Gemeindepräsident von Gundmadingen, werden Sie das nächste Jahr zum letzten Mal machen. Dort treten Sie nachher zurück. Im Kantonsrat stehen die Gesamterneuerungswahlen an. Wie sieht es da aus? Reizt es noch mal zum Antreten? Ja, ich denke, reizen würde mich noch mal. Und zwar einfach aus dem Grund, dass ich dann eigentlich denke, ich hätte ein bisschen mehr Zeit, nachdem dann ich eigentlich das Gemeindepräsidium Nummer habe. Und vom Alter her denke ich, wäre das noch mal möglich, allenfalls eine Amtstour noch mal zu machen. Aber ich muss sagen, ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Okay. Jetzt kommen wir noch ganz kurz weg vom Politischen. Wer ist denn eigentlich der Hans Schwaninger privat? Ja gut, ich bin aufgewachsen in einer kleinen Gemeinde, bin Bürger von dieser Gemeinde. Wir hatten einen Landwirtschaftsbetrieb. Es war eigentlich dann noch gleich mal klar, dass ich den weiterführen würde. Aber es ist für mich auch immer klar, dass ich neben dir noch andere Sachen machen möchte. Und ich habe von jung an immer neben dir noch andere Sachen gemacht. Wir hatten auch nicht so einen grossen Betrieb. Ich war lange, etwa 24 Jahre Zuchtbuchführer von einer Profizuchtgenossenschaft im Kanton. Das war wirklich sehr, sehr viel Büroarbeit. Das hat mich eigentlich immer gereizt. Ich war im Vorstand vom Schützenverein und so weiter, bevor ich dann eigentlich quasi in die Gemeindepolitik gekommen bin. Also ich bin immer, irgendwo habe ich neben dir immer etwas gemacht. Und das mache ich auch jetzt noch. Ja, also ich bin Revisor von der Kirchgemeinde Löningen, Gutmeding. Ich bin Präsident von der Landwirtschaftlichen Genossenschaft. Also ich mache sehr viel neben dir. Und das hat mich immer gereizt. Also es ist ja bei einem Bauer nicht unbedingt so, ein bisschen, dass der gerne Büroarbeit macht. Aber das habe ich eigentlich immer relativ noch gerne gemacht, so neben dir. Okay, also man sieht, Sie haben alle Hände voll zu tun, einen ganzen Haufen Ämter. Noch kurz, wie feiern Sie Weihnachten? Also Weihnachten feiern wir eigentlich sehr traditionell im engsten Familienkreis. Feiern. Also die Kinder sind eigentlich immer da. Wir haben einen Sohn und eine Tochter. Die sind eigentlich da und wir haben traditionell einen schönen Weihnachtsbaum und dann gibt es ein Essen und man feiert und es gibt Päckchen. Bei uns traditionsgemäß sehr viele Päckchen. Und zwar hängt das zusammen mit meiner Tochter. Sie hat einfach gerne Päckchen und sie packt auch jedes einzelne ein, sodass sie eigentlich sehr viele Päckchen hat. Also ich glaube, da schlimmer wir hier vielleicht fast einen Rekord einmal. Herzlichen Dank, Hans Schwaninger, für das Gespräch. Dann wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie ganz schöne Festtage. Wünsche ich Ihnen auch. Danke vielmals. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch ganz einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander.